Seit 3 Jahrzehnten wird dieser philharmonische Genuss, an dem die ganze Welt teilnimmt, durch Balletteinlagen bereichert. So wird, wenn zum Auftakt eines jeden Jahres die Musik der Familie Strauss im berühmten Goldenen Saal des Wiener Musikvereins erklingt, auch zum Tanz gebeten. Wir schwelgen nun in Erinnerung vergangener Neujahrskonzerte und erleben heute und am 15. Juni noch einmal die schönsten Ballette daraus. Ins Bild gerückt werden auch die vielen Schlösser und Palais, in denen die Szenen aufgenommen wurden. Es tanzt das Ballett der Wiener Staatsoper in den Choreografien von Gerlinde Dill. Die Wiener Philharmoniker spielen unter den Dirigenten Willy Boskowski, Lorin Marcel, Claudio Abbado und Zubin Mehta. Thank you.
Mit seinen Frühlingsstimmen hat sich Johann Strauss eingefügt in den uralten Jubel über das Ende des Winters, über die Gewissheit, dass schönere Tage, bessere Zeiten für alle Menschen in der Kaiserstadt an der Donau und in der ganzen Welt anbrechen. Dieser Walzer war und ist Symbol der Hoffnung, der Lebensfreude, der Lebenslust. Nun ein Kontrast. Schwermütig und voll Sehnsucht hat Josef Strauss als Liebeserklärung an seine Gattin Caroline die Polka-Masurka Brennende Liebe geschrieben. In der Zeit des Jugendstils hat der Maler Gustav Klimt seine Gedanken und Empfindungen ebenso gültig in dekorativen Bildern ausgedrückt. Auf neue, moderne Art wurde ewig Gleiches dargestellt. Das Gefühl, der Spiegel der Seele. Aus dem zeitlosen Land der Seele wechseln wir in die Wiener Chronik. Beim ersten Opernball in der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien haben die Philharmoniker ein kostbares Geschenk gemacht. Sie spielten in der Ruhestunde für ihre Gäste unter persönlicher Leitung des Walzerkönigs die Uraufführung einer Ballwidmung. Es war der Walzer Wiener Blut. Man konnte es kaum erwarten, diese Weisen von echtem Wiener Schmiss und Schwung auch gleich so richtig auszukosten. Im beschwingten, beglückenden Tanz. So war es 1873, so ist es geblieben.
darauf die Vision des Tanzes im Kuppelsaal des Palais Schwarzenberg, folgt ein Jux aus der Theatersphäre aus der Fledermaus. Vom Champagner beschwingt zählt ein Mann den Pulsschlag einer maskierten Dame. Der Rhythmus des Herzens entgleitet der Kontrolle. Aber die Uhr zwingt ihn zurück in ihr Gleichmaß, unbeirrbar und unerschütterlich. Tick-Tack. Nun zu Josef Strauß. Es hat ihn stets begeistert, wenn die energischen Reiter ihre Pferde um den Preis und um die Ehre des Sieges kämpfen ließen. Einmal im Jahr fuhren aber auch Wiens Fiaker um die Wette. Genauso rasant wie die Jockeys, nur noch ein wenig eleganter. Thank you.
vom Heldenplatz inmitten der Stadt in flottem Trab hinaus an die Peripherie. Geschichten aus dem Wienerwald hat Johann Strauss als Vorgeiger seiner Kapelle dem Publikum erzählt. Er ließ Melodien und Tanz erklingen, wie sie die Volksmusikanten draußen in den Vororten aufgespielt haben. Vor allem in den Gasthäusern und Buschenschenken der Waldregion, die Waldmüller Anno Biedermeier in den Bildern festgehalten hat. Diese Motive hat Strauss dann mit dem Wiener Walzer souverän verbunden. Elegant und in schönster Harmonie. Der Ländler wurde zum Walzer und kehrte wieder zum Ländler der Volksmusik zurück. Diese Einheit zwischen der Kaiserstadt und ihrem Umland hat auch Strauss in keinem anderen Werk erreicht. Nur in den Geschichten aus dem Wienerwald.
Thank you.
dance number still. Und wieder wird Sarah Locher aus der Schweiz den Anfang machen. In diesem Fall hat sie nicht nur die Garderobe gewechselt, sondern auch den Tanzstil. Sie tanzt eine moderne Choreografie des Hamburger Ballettdirektors John Neumeier. Sie tanzt Who Cares aus Sarah Locher Shall We Dance. John Neumeier in Choreografien Who Cares teoksesta Shall We Dance. Musiikin on säveltänyt George Gershwin. Das war noch einmal Sarah Locher aus der Schweiz, in diesem Fall mit einer modernen Choreografie. Ein sehr ausdrucksstarkes Stück und sie hat sicherlich gut dran getan, diese Facette auch noch zu zeigen. Hat sich zu einer modernen Choreografie auch entschieden, wie ihre Kollegin Sarah Locher aus der Schweiz. Celia tanzt eine Choreografie von William Forsythe, von dem Intendanten des Frankfurter Balletts. Make it easy on yourself. Make it
can compare to her caress. No, no, no words of consolation will make me miss you less. Amaya Iglesias zum Zweiten. Auch sie bleibt beim klassischen Repertoire. Sie wird tanzen die eine Variation und die Coda von Paquita in der klassischen Choreografie, auch von Marius Petipa. Iglesias, das ätherische Wesen, die jüngste unter allen Teilnehmern. Amaya Iglesias aus Spanien. Oder? Und noch einmal Applaus und Juhu-Rufe für Amaya Iglesias aus Spanien. Im Probenraum, sie hat halt niemanden dabei, der ihr sagen könnte oder der die Kassette umdreht. Also Diljana Nikiforova, noch einmal klassisch mit Esmeralda. Choreografie von Marius Petipa.
bulgarische Teilnehmerin Liljana Nikiforova. Mit einer zusätzlichen, selbst eingebauten Schwierigkeit, dem Tambourin. Aber sie hat es ganz gut hingekriegt. Das waren jetzt die gesamten Leistungen der jungen Tänzerinnen und Tänzer. In Blauen Donau noch heute. Thank you.
Vom Donaustrand fuhr Johann Strauss im Jahr 1867 nach Paris und London. In England lebte er in einer Villa. Dort kam ihm die Idee zur Polka Masur Stadt und Land. Das Werk wird beidem gerecht, dem Leben in der Stadt und Österreichs herrlicher Landschaft. Jetzt will ich Ihnen etwas erzählen, was sowohl in die Stadt als auch aufs Land passt. Es gab eine Zeit, da wurde über die russischen Abenteuer des feschen und feurigen Jean Strauss in seiner Heimatstadt mancherlei vermutet und erzählt, vor allem natürlich über seine galanten Abenteuer, also der Schani in Pawlowsk. Man kann sich das so richtig vorstellen. Als nun Strauss hörte, dass überall in Wien auf allen Gassen und Plätzen über ihn gemunkelt und getratscht wurde, da ließ er sich eine Schnellpolka einfallen und gab ihr den Titel Tritsch, Tratsch. Musik
Sommer 1892 war wieder ganz Wien unterwegs. Im Prater fand damals eine internationale Theater- und Musikausstellung statt. Man holte Künstler aus ganz Europa und bekräftigte Wiens Ruhm als Weltstadt der Musik. Dafür komponierte Strauss den Walzer »Seid umschlungen Millionen«, dieser Tanz der ganzen Welt. Thank you.
dem Walzer für die Weltstadt Wien ein fröhlicher Spaß aus dem Hause Strauß. Mit verschmitztem Lächeln hat einmal der Bebé eine Scherzpolka auf die Pulte seiner Musiker gelegt. Sie hieß die Plaudertasche. Die Musiker lächelten, sie wussten, wer gemeint war, die kleine Caroline. Dem Verleger hat dann allerdings der familiäre Titel nicht gefallen. So wurde aus der Plaudertasche ein Plappermäulchen. Nach den Kinderszenen zur Musik von Josef Strauß schließen wir mit einem Meisterwerk des Walzerkönigs Johann. Im Alter von 64 Jahren ist er noch einmal nach Berlin gefahren und hat eine Widmung mitgebracht. Preußisch streng die Einleitung, betont wienerisch der Walzer. Johann Strauß wollte den Titel Hand in Hand, Berlin, Wien. Aber man fand einen besseren Namen, Kaiserwalzer. Wer das Werk hörte, dachte nicht an Potsdam, sondern nur an Wien. An die Hofburg und vor allem an Schönbrunn.
Thank you.